Liebe Schwestern und Brüder, liebe Zuhörer und Zuseher, schön, dass Sie heute Morgen bei uns sind beim Wort für die Woche. Wir feiern heute das Pfingstfest. Und ich möchte Ihnen heute im Namen des gesamten Pastoralverbundes und des Pastoralteams ein frohes Pfingstfest wünschen. Pfingsten ist ja das Fest des Heiligen Geistes, der dritten Person Gottes. Und das ist jetzt ein wenig kompliziert, denn den Geist, den können wir kaum sehen, den können wir kaum erspüren. Aber ich stehe hier bei Maria mit ihrem Sohn, und wenn ich mal so eine Kerze hochnehme, ich nehme mal so eine Kerze hoch, dann können Sie vielleicht erkennen, wie das Licht der Kerze durch den Wind, also in der Wirkung, bewegt wird. Also den Geist Gottes, den Heiligen Geist, können wir in seiner Wirkung erkennen. Er ist in den Wirkungen spürbar. Und die Hauptwirkung des Heiligen Geistes in uns ist die Freude des Glaubens, ist die Hoffnung, die uns nicht zugrunde gehen lässt, und ist der Glaube an den dreifaltigen Gott, der in uns wirkt. Liebe Schwestern und Brüder, Glaube, Hoffnung und Liebe sind die Kernwirkungen des Geistes Gottes, den die Menschen am Pfingstfest empfangen sollen. Und auch wir sollen beseelt werden durch Glaube, Hoffnung und Liebe. Und wo immer wir das spüren, Hoffnung in unserem Leben, Glauben, der uns Sicherheit und Halt und Orientierung gibt, und Liebe, Bindung, hingezogen fühlen zu anderen, da wirkt der Geist Gottes. Das wünsche ich Ihnen, dass Sie das empfangen an diesem Pfingstfest. Heute ist Pfingstsonntag. Morgen am Pfingstmontag werden wir hier in Philippus, so die Planung, einen ökumenischen Gottesdienst um 11 Uhr feiern. Also kommen Sie morgen um 11 hier auf den Kirchplatz. Wenn es regnen sollte, ja, gehen wir in die evangelische Kirche hier in der Herdecker Innenstadt. In Wetter wird es um 10 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst in der Lutherkirche geben. Und wenn Sie eine Eucharistiefeier feiern möchten, können Sie das morgen um 11 Uhr in St. Urban tun. Dazu herzliche Einladung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Pfingstsonntag und eine gute Pfingstwoche. Alles Gute für Sie.